Hallo, dies ist ein neuer Videoblog. Sowas guckt ja heutzutage gar keiner mehr, also da kann man noch irgendeinen Scheiß filmen. Hier, so eine Kaffeetasse zum Beispiel. Ja, oder man filmt einfach einen Aschenbecher von oben. Oder zwei. Aber das wird dann ja auch sehr schnell langweilig, ne? Langeweile? Da bin ich aber dagegen. Ja, ja. Hast du auch einen Videoblog eigentlich? Ist das auch so langweilig bei dir? Also dieser Videoblog ist so langweilig, dass... Könntest du was Spannendes sagen, schnell? Was Spannendes? Ja. Ganz ja. Ja, spannend. Ich guck mal eben bei Google Spannung. Das ist so langweilig hier. Echt? Spannungsbogen im Ablauf. Ja, während Surprise ein unerwartetes Ereignis charakterisiert, meint ihr, das ist notwendig, ja, Mann. Also hier draußen ist auch überhaupt nichts los. Naja, und hier auf dem Klo. Die Akustik ist anders, ja. Aber sonst? Also hier vorne, da ist gerade noch eine Spindel lang gelaufen, aber die ist natürlich jetzt weg. Also so ein Film, der wird ja eigentlich erst dann richtig langweilig. Wenn die Sätze auch so lange dauern. Und so ein Film auch gar keine richtige Handlung hat. Jetzt haben wir einen richtigen Experten für Langeweile hier. Gucken Sie mal. Ja, wir wissen also aus den Ergebnissen der Kulturethologie und auch Psychologie, dass Langeweile zu einem großen, ja, geradezu aufdringlichen System in unserer Gesellschaft geworden ist. Wir sehen das ja schon bei kleinen Kindern. Kaum sind sie auf der Welt, müssen sich die Alten mit Geld verdienen und anderen Dingen beschäftigen. Die Kinder sind weitgehend sich selber überlassen, sitzen zu Hause vor irgendwelchen blödsinnigen Computerspielen oder auch vorm Fernsehen und gucken sich Sachen an, die sie eigentlich gar nicht verstehen, nur um eben diesen Langeweile-Effekt da zu vertreiben. Und das wird auch immer schlimmer werden. Das führt zu fortschreitender Verdummung unserer gesamten Gesellschaft. Und man muss sich dann wirklich fragen, wo kommen dann eines Tages die Leute her, die das dann noch bekämpfen sollen. Und wir wissen heute auch durch die Forschung der Geriatrie, dass das ganz und gar nicht anzuraten ist, sondern weil unser Gehirn ja quasi immer arbeitet und immer weiter noch auch konditionierbar ist, man sich auch über dieses Lebensalter hinweg keinesfalls damit auseinandersetzen darf, einfach in den Sessel zu sitzen und vor sich hinzugucken, sondern aktiv noch sein Leben gestalten soll, wenn es auch nicht mehr langweilig, oder? Geht, Geld zu verdienen, sondern sich zu beschäftigen. Danke. Gucken Sie eigentlich noch zu oder haben Sie schon abgestellt? Kann man so jetzt auch nicht sehen, ne?